So, na gut, dann setzen wir das mal. Achso, nee, ich muss das S hier einsetzen, okay. Das Harz hält die Fragmente gut zusammen. Jetzt kann ich das Bild im Rahmen einsetzen. Okay, auf der Rückseite sind seltsame Zeichen. Ein Herz, eine Schleife, ein Fisch und ein Herz. Und das ist der Hinweis hierzu. Also, ein Herz war das, dann eine Schleife, dann war das ein Fisch und dann wieder ein Herz. Jawohl. Hui. Oh, hallo. Okay. Da haben wir jetzt mal wieder eine Maske und da haben wir den Ball, den wir natürlich auch benötigen. Hm, auf der Rückseite dieses Bildes befinden sich Zeichnungen. Das muss ein Code sein. Was du nicht sagst. Aber erstmal wimmeln wir. Schon wieder ein Schmetterling. Och nö. Ah, warum müssen das immer Schmetterlinge sein? Weil die immer so schwer zu finden sind. In den Wimmelbildern. Manchmal. Eine Gartenschere. Eine Nagelzange. Eine Perlenkette. Eine Perlenkette. Boah. Gut hingucken, gut hingucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn die Perlenkette? Ach, da unten. Eine Schnalle. Nein. Aber da. Eine Eidechse. Ach, die habe ich da auch schon gerade gesehen. Genau da. Münzen. Eine Glocke. Eine Glocke. Nein, du bist es nicht. Ein Fisch. Ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Ein Herz, eine Nuss und eine Uhr. Oh Gott, oh Gott. Ja, gute Frage. Da ist schon mal die Uhr. Eine Nuss und ein Herz. Da haben wir das Herz. Da unten ist die Nuss. Tja, eine Glocke und ein Fisch. Eine Glocke und ein Fisch. Das ist immer so schwer zu finden, sind die Sachen. Aber das ist nur bei den älteren, wie gesagt. Bei den etwas moderneren und bei den neuen sind die Sachen etwas besser zu erkennen, weil die Sachen heben sich nämlich ein bisschen vor. Deswegen. Aber das werdet ihr noch früher oder später auch noch sehen, auf jeden Fall. Wo haben wir denn jetzt die blöde Glocke oder beziehungsweise den blöden Fisch? Kann doch nicht sein. Keine Ahnung. Ich guck schon wie verrückt, aber irgendwie finde ich die zwei Sachen jetzt nicht. Ach, das war der Fisch jetzt, ne? Oh Gott, der sah aber komisch aus. Den habe ich jetzt gar nicht als Fisch wahrgenommen so richtig. Und eine Glocke. Nee, das ist nicht die Glocke. Tja, wo ist jetzt die Glocke? Ach, da. Sah aus wie eine Blume, aber okay. Das war halt eine Glocke. Gut. Und noch ein Wimmelbild, okay. Ein roter Handschuh. Da benutzen wir die Bären, quetschen die aus und bekommen dadurch den roten Handschuh. Ein Briefbeschwerer. Der da drin ist, in der Kiste. Ein Marienkäfer. Da. Wieder eine Rumba-Rassel. Na, bist du denn? Da. Eine Angelrute. Eine Schnecke. Ein Bonbon.
Ein Bonbon. Nee, du bist es leider nicht. Ja, wo soll das denn jetzt hier sein? Ein leckeres Bonbon. Da unten ist es. Ein Mond. Ein Mond. Tja, ist das jetzt der Sichelmond oder ist das der Vollmond? Das ist hier natürlich die Frage. So, wir erstmal die Katze, die ist hier eingezeichnet. Eine Kette. Ein Apfel. Ein Apfel, ein Apfel, ein Apfel. Wo bist du? Da. Eine Lyra, also das ist ja ein Musikinstrument, das ist da. Ja, wo ist denn jetzt der Mond? Das sieht mir nach Mond aus, aber ist es nicht. Das ist leider nicht der Mond. Kann doch nicht sein. Nee, das ist auch nicht der Mond. Kann doch nicht sein. Wo ist denn der? Ich liebe das ja, wenn die Sachen immer so fies versteckt sind. Ach, keine Ahnung. Sag mir mal, wo ist denn der? Hier eingezeichnet. Lol. Ja. Okay. Wir benötigen erstmal hier die Schere. Und dann erhalten wir erstmal die weitere... Oder ich glaube, das war jetzt die zweite Glocke jetzt, ne? Ja. So, dann bekommst du erstmal den Ball. Auf jeden Fall. Und du wirst lebendig. Ja. Spiel schön Ball. Viel Spaß dabei. Da haben wir einen Spielzeugfisch. Okay. Am Sockel der Statue ist ein Geheimnis verborgen. Drehe den Medaillon, sodass das Bild nach oben zeigt. Die Medaillons bleiben, wie sie sind, wenn zwei gleiche umgedreht werden. Also eine Art Memory. Oh mein Gott. Ja, das bewegt sich hier natürlich. Nee, schade. Ein Schmetterling. Da haben wir die Muschel. Da haben wir die Sonne. Ja, jetzt bewegt sich alles natürlich. Toll. Ah, shit. Okay, da haben wir den Drachen und da haben wir den Schmetterling. Voila! Und somit haben wir das Rätsel auch geknackt. Und da haben wir... ein Seepferdchen erhalten. Okay. Gut. Ja, wir wissen ja, wo wir das alles einsetzen müssen. Auf jeden Fall. Müssen wir wieder zurück. Und ich glaube, das war hier, ne? Ja. Einmal hier. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Ach Gott. Ein von drei Spielzeugfischern. Also fehlen uns noch zwei. Geil. Genau hier war das. So, setzen wir das hier ein. Stelle das Bild wieder her, indem du erst die Stücke innerhalb der Ringe vertauschst und dann die Ringe drehst. Okay, erst vertauschen und dann drehen. Okay. Ich hoffe, dass das... Also, das soll auf jeden Fall einen Drache darstellen. Das sieht man ja schon ein bisschen. Ja, ich hoffe, dass das so richtig ist. Aber sieht danach aus. Ah ja, und jetzt kann ich das drehen und habe es auch schon richtig gedreht. Okay. Jetzt wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Nee. Ja, das ist schon auf jeden Fall der Kopf.
Ja, das sieht besser aus. Ah ja, okay, gut. Super, und jetzt nur noch das Innere. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen genauer gucken. Ah ja, und das war's dann auch schon. Jawohl. Ah, das ging eigentlich. Ah ja, okay, da haben wir die Musikwalze. Jawohl. Ach, Moment mal. Hier könnte der Briefbeschwerer passen, genau. Und da haben wir die letzte Maske. Und die vorletzte Glocke. Und ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Sehr schön. Dann können wir wieder zurück erstmal. Genau, am Brunnen. Da können wir jetzt den Brunnen auch vom Bernsteinfluch befreien. Wir können mit dem Netz einmal den Spielzeugfisch holen und einmal die Glocke. Und das ist dann auch die letzte. Gut. Die wir hier... Ach, nicht hier, sondern hier war das doch. Genau. Und dann auf der rechten Seite, genau. So, und die Walze. Hm, eine schöne Melodie. Und da haben wir das Porträt. Okay. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder zum König zurück. Okay. Vorher natürlich erstmal wieder wimmeln. Eine Halskette. Naja, das ist sie nicht. Aber da unten auch nicht. Auch nicht. Eine Halskette. Ja. Wo könnte sie sein? Nee, das ist sie nicht. Aber da. Ein Köcher. Da. Eine Waage. Eine Waage. Na, wo haben wir dich, Waage? Wo soll die sein? Ich guck hier schon überall, aber irgendwie finde ich sie wieder nicht. Keine Ahnung. Ein Kelch. Ja, der ist da. Nein, das ist der falsche Kelch. Okay. Okay, gut. eine Maske, die ist da. Eine Nadel. Ein Bulle? Ein Bulle. Puh. Na, wo haben wir dich denn, Bulle? Ne? Hm. Eine Eule. Die macht ein bisschen zu viel Geheule. Ne, ernsthaft, keine Ahnung. Ist das vielleicht hier drin irgendwo? Ein Drache. Moment mal, den habe ich doch hier gerade gesehen, genau. Ein Wappen. Ne, das ist die Krone. Eine Waage. Ach, da ist die, okay. Ein Kelch. Ach, da. Ein Stern. Ein Bulle. Ah, da oben. Eine Eule. Ja, wo ist denn das hier? Ah ja, da. Und ein Wappen. Tja. Das kann jetzt, wer weiß, wie aussehen. Ach so, ist da. Okay. Krone der Königin. Okay, befreien wir erstmal den König.
My dearest daughter, it has been so many years. My, how you've grown. You look so much like your mother. I see you've obtained the Eye of Omniscience. It means that you're blessed with the gift of magic, just like your mother. It will help you free your mother from the Amber Curse. Mm-hmm. Da sagt jetzt irgendwie gar nichts mehr. Okay. Das ist jetzt irgendwie ein Fehler vom Spiel. Entschuldigung dafür. Ein Drachenring. Ich habe das Porträt von Tante Isolda im Medaillon meines Vaters eingesetzt und ihn befreit. Aber meine Mutter ist noch gefangen. Um sie zu befreien, muss ich den Kristall in ihrer Krone wiederherstellen. Vater gab mir seinen Siegelring. Damit kann ich alles öffnen, was mit dem königlichen Drachensymbol verschlossen wurde. Ich kenne dieses Symbol vom Schreibtisch im königlichen Schlafgemach. Darf ich als nächstes auch marschieren werden?